Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live. Ja, willkommen bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt der ehemalige Justizminister und renommierte Strafverteidiger Dr. Wolfgang Brandstätter. Grüß Gott. Abend. Herr Brandstätter, es läuft auch ein Verfahren gegen Sie, zu dem können Sie keine Stellung nehmen, aus bekannten Gründen, um sich wahrscheinlich auch nicht selbst zu belasten. Aber es gibt dennoch viele Punkte, über die wir heute sprechen können. Der erste, zu dem ich gleich kommen würde, ist Ihr Auftritt im Untersuchungsausschuss. Seit gestern sind nämlich die Protokolle auch auf der Parlaments-Homepage veröffentlicht worden. Wie haben Sie denn diesen Auftritt im Untersuchungsausschuss erlebt? Viele, die dort ausgesagt haben, haben ja gesagt, das ist Tribunal und man wird dort sozusagen fast schon verhört. Das ist schlimmer als bei Gericht. Wie war es für Sie? Also ich kann nur sagen, dass ich im Untersuchungsausschuss auch bewusst mich nicht auf das Entschlagungsrecht der möglichen Selbstbelastung berufen habe, ganz bewusst nicht, weil es nichts gibt, auch in meinem eigenen Verfahren, was mich belasten könnte. Das möchte ich schon festhalten, habe ich auch im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht festgehalten. Aber das, was ich hier zu sagen habe, das sage ich schon noch in meinem eigenen Verfahren, aber das gehört im Verfahren gesagt. Es wäre ein schlechter Stil, hier über die Medien irgendwas diesbezügliches zu sagen. Wäre nicht gut. Und außerdem ist es gesetzlich so, dass eigentlich das strafrechtliche Vorverfahren nicht öffentlich zu sein hat. Das ist gesetzlich so geregelt. Ich halte mich auch in diesem Punkt an das Gesetz. Ich weiß, das tun nicht alle, aber ich halte das für wichtig und für richtig. Und was den Urschuss betrifft, naja, ich habe das eben so erlebt, dass mir klar war, Selbstbelastungsgefahr habe ich nicht. Daher kann ich ganz offen und frei aussagen, brauche kein Entschlagungsrecht wegen Selbstbelastungsgefahr und habe daher zu allen Fragen, die mir gestellt wurden, natürlich wahrheitsgemäß ganz offen und ehrlich geantwortet. Und das halte ich auch für sinnvoll, in meinem Fall jedenfalls, denn letztlich kann man dadurch schon auch einiges klären. Unter Wahrheitspflicht ist die Aussage natürlich auch mehr wert als sonst. Und das, glaube ich, aus meiner Sicht war jedenfalls in meiner Situation sinnvoll. Und insgesamt muss man sagen, ja, man darf natürlich den Untersuchungsausschuss nicht vergleichen mit einem rechtsstaatlichen, objektiven Gerichtsverfahren. Das ist ganz was anderes. Sie sind dort Zeuge unter Wahrheitspflicht. Das heißt, Sie unterliegen einer gewissen Gefahr. Natürlich, wenn Sie dort eine Aussage treffen, die einfach objektiv nicht richtig ist, dann natürlich müssen Sie damit rechnen, dass Sie ein Verfahren bekommen wegen falscher Zeugenaussage. Und das führt natürlich oft dazu, dass viele Anzeigen kommen nach solchen Auftritten wegen falscher Zeugenaussage. Es ist ja auch so, dass wenn man Pech hat, einem nicht geglaubt wird, dass man sich an etwas nicht mehr erinnern kann. Und dann kann es natürlich auch sein, dass einem der Vorwurf gemacht wird, man hätte irgendwas verschwiegen, was man sehr wohl gewusst hätte. Auch das würde ausreichen, um den Tatbestand zu erfüllen. Ich kann nur sagen, also ich habe schon auch darauf hingewiesen, dass es natürlich immer wieder nach vielen Jahren, bei mir ging es um Personalentscheidungen in den Jahren 2014, 2015, dass es da natürlich Erinnerungslücken gibt, ist völlig klar. Aber das, glaube ich, wird jeder verstehen und das muss man auch verstehen. Ich habe zum Beispiel, ich habe das auch gesagt im Ausschuss, völlig vergessen gehabt, im Zuge der Vorbereitung habe ich es dann wieder wahrgenommen, dass ich im Jahr 2014 einen kurzen Auftritt im Urschuss, im Hypo-Urschuss hatte, war mir völlig entfallen. So etwas kann schon passieren, insbesondere wenn man eine Funktion hat, wo man jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Termine hat. Aber was natürlich ein spannender Punkt ist, Sie haben es jetzt in einem Nebensatz angesprochen, ist, man steht natürlich unter Wahrheitspflicht im Urschuss. Andererseits, ja, und das ist jetzt auch bei der Befragung des ehemaligen Sektionschefs Pilnercheck auch Thema geworden, man hat nicht Einsicht in alle Akten, die dem Urschuss vorliegen. Ist natürlich ein wesentlicher Unterschied auch zu einem Gerichtsverfahren. Wie beurteilen Sie das eigentlich? Naja, das ist ja das wirklich große rechtsstaatliche Problem, vor dem man hier steht. Man hat eigentlich weniger Rechte, viel weniger Rechte, als ein Beschuldigter im Strafverfahren hat. Das heißt, die Verfahrensgarantien, die der Beschuldigte haben muss nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, die gelten für den Zeugen nicht. Man hat keine Akteneinsicht, das heißt, man weiß nicht, womit man konfrontiert wird. Die volle Akteneinsicht haben ja nur die Abgeordneten, die einen halt befragen. Man muss immer damit rechnen, dass vielleicht irgendwo etwas herausgepickt wird, dass man zusammengerissen wird. Wenn man nicht das gesamte Bild hat, und das kann man nicht haben, wenn man keine volle Akteneinsicht hat, dann ist es schon schwierig. Und insofern verstehe ich, dass diese Diskussion gerade in der jüngsten Befragung von Sektionschef Pilnercheck wirklich besonders aufgepoppt ist, ist natürlich wirklich ein Problem. Es gibt hier nicht die Maßstäbe, die die Europäische Menschenrechtskonvention für den Beschuldigten vorsieht, auch für den Zeugen, obwohl der ein höheres Risiko hat.
nämlich das Risiko einer falschen Beweisaussage. Im konkreten Fall, soweit ich das beurteilen kann, hat der Verfahrensrichter das Problem aber, glaube ich, auf sehr kluge Weise gelöst, indem er das Entschlagungsrecht wegen möglicher Selbstbelastungsgefahr relativ weit ausgelegt hat. Das war sehr klug, hat das Problem im Einzelfall gelöst, aber auf lange Sicht braucht man hier, glaube ich, schon eine vernünftige gesetzliche Regelung, die auch einen Ausgleich schafft zwischen den Interessen des Parlaments auf Aufklärung von bestimmten Sachverhalten und dem Grundrechtsschutz, der auch natürlich dem Zeugen zukommen muss. Es gibt das Grundrecht auf Schutz der Persönlichkeit und der Privatsphäre im Artikel 8 im AK, im Artikel 7 und im Artikel 8 der Europäischen Grundrechtecharta. Und so gesehen wäre es schon gut, wenn wir mal eine Regelung bekämen, die auch ausgewogen diese Interessen auch entsprechend berücksichtigt. Und das haben wir heute derzeit nicht. Jetzt ist es so, jetzt geht es im Urschuss politisch natürlich heiß her zwischen den Fraktionen, auch abseits des Untersuchungsausschusses, zwischen einerseits der ÖVP und den anderen, insbesondere den Oppositionsparteien. Wie beurteilen Sie denn die Arbeit des Untersuchungsausschusses eigentlich, dieses jetzigen ÖVP-Korruptionsausschuss heißt er ja? Ich habe hier natürlich kein volles Bild, kann ich nicht haben. Ich kann nur sagen, dass es schon auch immer wieder vorkommt, dass einfach Beweisergebnisse hier erarbeitet werden, die durchaus hilfreich sein können. In meinem konkreten Fall kann ich Ihnen ein Beispiel sagen. Es hat in der Aussage des früheren OGH-Präsidenten Eckhard Ratz auch die Thematik gegeben, möglicher Postenschacher, der auch mir vorgeworfen wurde im Zusammenhang mit der jetzigen Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs. Und was ich gar nicht wusste, er hat dort unter Wahrheitspflicht erklärt, dass die Kollegin Marek seinerzeit beim Obersten Gerichtshof einen Konflikt mit ihm hatte und deshalb dort weg wollte und sich deshalb beworben hat um die Leitung der Oberstaatsanwaltschaft. Wenn Sie das in Beziehung setzen zu dem Vorwurf, der mir ursprünglich gemacht wurde, nämlich ich hätte die Kollegin Marek erst überredet zu einer Bewerbung, um zwei andere angebliche SPÖ-nahe Bewerberinnen in irgendeiner Form auszuboten und zu verhindern. Und ich hätte ihr sogar versprochen, dass sie dann zwei Jahre später Generalprokuratorin wird. Wenn man das in Beziehung setzt, wird schon klar, dass durch diese Aussage des früheren OGH-Präsidenten und damit auch durch dieses Beweisergebnis des Untersuchungsausschusses eigentlich von diesem Postenschacher-Vorwurf nichts mehr übrig ist. Das heißt, den Postenschacher-Vorwurf sehen Sie nicht, der Ihnen da gemacht wurde? Der ist völlig entkräftet und er ist zu allerletzt jedenfalls mit dieser Aussage des früheren OGH-Präsidenten völlig in sich zusammengebrochen, weil man mir ja auch vorgeworfen hat, das wäre doch ungewöhnlich gewesen, dass jemand, der schon beim OGH ist, sich für die Leitung der Oster bewirbt. Ich habe im Ausschuss gesagt, das war für mich deshalb nicht ungewöhnlich, weil natürlich eine Leitungsfunktion etwas ist, was man im Lebenslauf braucht, wenn man noch höher hinauf will. Und daher war das für mich durchaus logisch und nachvollziehbar. Mit der Aussage vom früheren OGH-Präsidenten Eckhard Ratz ist dieses Narrativ des Postenschachers im Zusammenhang mit der Kollegin Marek in meiner Zeit völlig in sich zusammengebrochen. So gesehen bin ich zufrieden mit dem Ergebnis des Untersuchungsausschusses. Ich kann es auch sein. Jetzt ist es ja so, auch in Ihrer Causa beruft sich der Untersuchungsausschuss ja immer sehr stark auf die Chats, die da vorliegen. Ja. SMS, WhatsApp-Nachrichten etc. Jetzt sind manche dieser Chats ich will das jetzt gar nicht bewerten, welche, aber manche vielleicht durchaus strafrechtlich relevant, viele davon aber nicht. Die sind halt politisch relevant. Da gibt es ja heftige Diskussionen, wie soll man damit umgehen und welche Chats darf man veröffentlichen und welche darf man nicht veröffentlichen, welche sollen an den Urschuss weitergegeben werden, welche nicht. Wie beurteilen Sie das auch als ehemaliger Justizminister und als Strafrechtsexperte? Diese Frage ist juristisch hochspannend. Warum? Wenn Chats strafrechtlich relevant sind, dann gehören sie in den Strafakt, dann müssen sie verwertet werden. Das ist selbstverständlich. In beide Richtungen, seien sie belastend, seien sie entlastend. Es gibt aber seit dem Vorjahr die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, die jedenfalls so ausgelegt wird, dass alles, was für den Untersuchungsausschuss abstrakt relevant ist, von den Staatsanwaltschaften, letztlich vom Justizministerium, an den Urschuss geliefert werden muss. Auch dann, wenn es keine strafrechtliche Relevanz hat. Und da haben wir jetzt eine gewisse Divergenz in den Regelungen, insofern als eigentlich etwas, was nicht strafrechtlich relevant ist, gar nicht Inhalt des Strafaktes sein dürfte. Jetzt geht das aber darüber hinaus. Jetzt sagt man, naja, auch wenn es keine Relevanz hat für Strafverfahren, müssen wir den Urschuss liefern. Da gibt es keine wirklich klare Rechtsgrundlage dazu. Und das verschärft natürlich auch das Problem des Grundrechtsschutzes. Natürlich haben alle davon Betroffenen den Grundrechtsschutz nach Artikel 8 im AK, Schutz der Privatsphäre. Der wird dadurch natürlich beeinträchtigt. Jetzt kann man sagen,
Im Strafverfahren ist klar, diese Grundrechtsbeeinträchtigung, die muss man akzeptieren, die muss man erdulden. Da geht es um Dinge, die strafrechtlich relevant sind. Außerhalb davon greift ein ganz anderes Rechtsinstrumentarium, das lange Zeit unterschätzt wurde, nämlich das Datenschutzrecht. Ja. Das Datenschutzrecht, das im Bereich strafrechtlicher Ermittlungen, wenn es um strafrechtliche Relevanz geht, keine Rolle spielt, das spielt ja plötzlich eine Rolle. Und dann kann man durchaus mit entsprechenden Beschwerden nach dem Datenschutzrecht auch erreichen, dass man diese Auskünfte bekommt von den Behörden, die halt diese Daten auch tatsächlich haben. Also wir haben eigentlich eine Situation, wo man schon sagen muss, der Untersuchungsausschuss bekommt alles, was im Bereich der Vollzugsorgane vorhanden ist, was im Bereich der Staatsanwaltschaften vorhanden ist, unabhängig davon, ob es strafrechtliche Relevanz hat oder nicht. Und das ist schon eine wirklich beträchtliche Ausweitung der Möglichkeiten und beeinträchtigt andererseits wieder doch in erheblicher Weise den Grundrechtsschutz der Betroffenen, der dadurch natürlich beeinträchtigt wird. Und auch deshalb braucht es eine vernünftige logistische Lösung, die wir derzeit nicht haben, um das wirklich alles unter einen Hut zu bringen. Momentan gibt es da viele Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten. Jetzt muss man sagen, Auslöser dieser ganzen Chat-Diskussion war ja ursprünglich die Chats rund um und vor allem von Thomas Schmidt. Auch da sind viele dieser Chats strafrechtlich nicht relevant. Sie zeichnen aber ein politisches Sittenbild. Hat die Öffentlichkeit nicht ein Recht, genau solche Chats auch zu erfahren? Es ist sehr gut, dass Sie das ansprechen. Es gibt natürlich auch den Grundrechtsschutz für die Medienfreiheit, Artikel 10 im AK, selbstverständlich. Und das muss man halt entsprechend miteinander kombinieren und unter einen Hut bringen. Es geht hier um einen Interessensausgleich dieser im Prinzip gegenläufigen Interessen. Und ich gebe Ihnen durchaus recht, selbstverständlich, wenn es irgendwelche Chats oder sonstige Beweismittel gibt, die auch für die politische Verantwortlichkeit von den betroffenen Personen wirklich Relevanz haben, na, dann ist das genau das Thema für den Untersuchungsausschuss, natürlich. Aber das wirklich zu klären, würde voraussetzen, dass man auch eine entsprechende Regelung hat und sich das einmal wirklich überlegt, in welchem Umfang, in welchem Ausmaß das zulässig sein soll. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man etwa im Urschuss eine Regelung findet, dass alles das, was von den Abgeordneten tatsächlich verwendet werden soll, das wissen die ja vorher, dass man wenigstens in das Einsicht bekommen können sollte. Derzeit ist es in jeder Beziehung unbefriedigend. Ich verstehe und ich respektiere natürlich das Recht der Medien auf freie Berichterstattung. Aber auch das hat irgendwo natürlich seine Grenzen. Es ist so, dass natürlich auch ein Vorgehen in die Richtung, dass man einen Amtsträger dazu verleiten würde, irgendwelche Amtsgeheimnisse zu verletzen, das darf auch ein Journalist nicht. Aber wenn es entsprechende Fakten gibt, dann kann er sie berichten unter dem Prätext, dass die privaten Persönlichkeitsrechte trotzdem gewahrt bleiben müssen. Da haben wir jetzt, wenn Sie so wollen, eine Gegenläufigkeit der Interessen zwischen dem oder eine Gegenläufigkeit der Schutzbereiche zwischen dem Artikel 8 MAK, Schutz der Privatsphäre, und dem Artikel 10 MAK, Schutz der Pressefreiheit. Und das muss man unter einen Hut bringen. Und das ist im Einzelfall sicherlich nicht so leicht, aber man muss es trotzdem tun. Ich würde noch mal gern zum Thema Postenschacher kommen. Das eine ist die Geschichte mit der Frau Marek, wo es um die Oberstaatsanwaltschaft geht. Das andere ist ein Sideletter, wo ihr Name vorkommt im Zusammenhang mit der Besetzung des Verfassungsgerichtshofs, wo quasi der Vorwurf im Raum steht, das war alles schon ausgedealt und das ist Postenschacher, dass Sie zum VfGH-Mitglied ernannt wurden. Was sagen Sie dazu? War das ausgedealt? Wussten Sie davon? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das auch im Untersuchungsausschuss aufklären können, glaube ich. Es ist richtig, dass ich auch dem damaligen Parteiobmann und späteren Kanzler Kurz gesagt habe, dass ich gerne in den Verfassungsgerichtshof gehen würde. Das hat er gewusst, aber wir haben auch gesagt, warum. Für mich war es deshalb reizvoll und sinnvoll, weil mit der scheidenden Präsidentin Bierlein kein Strafrechtler mehr vertreten war im Verfassungsgerichtshof. Und das war der sachliche Grund, weshalb ich hinein wollte. Diesen Wunsch habe ich deponiert, aber das war's. Ich habe mich dann selber gewundert, dass ich dann wahrgenommen habe in den Medien, dass ich offenbar im Sideletter vorkomme. Spekuliert wurde damals über viele Namen, aber Gott sei Dank, und auch das ist ein wichtiges Beweisergebnis des Untersuchungsausschusses, ist es auch hier so, dass man belegen kann, dass das nicht ausgemacht gewesen sein kann. Denn ich habe Ende Jänner, auch das habe ich im Untersuchungsausschuss ausgesagt, unter Wahrheitspflicht, noch einen Anruf bekommen von Kurz, der mir gesagt hat, naja, ich möge mich, wenn ich wirklich Interesse daran habe, für beide Positionen bewerben, also sowohl für die Position, die von der Regierung vorgeschlagen wird, als auch für die Position, die vom Parlament letztlich vorgeschlagen wird, dem Bundespräsidenten.
Und ich habe mich dafür beides beworben. Das heißt, ich wusste Ende Jänner nicht, wird das was, habe ich da Chance oder habe ich keine Chance. Und dann hatte ich sogar schon einen Termin für das Hearing im Parlament. Das ist alles nachvollziehbar. Das heißt, das kann gar nicht jetzt so fix ausgemacht gewesen sein. Und unabhängig davon möchte ich schon sagen, das ist jetzt keine mangelnde Bescheidenheit, aber an der fachlichen Qualifikation, die ich dafür hatte, hat ja niemand ernsthaft gezweifelt. Mir ging es darum, dass auch ein Strafrechtler in den Verfassungsgerichtshof kommt. Ich glaube, dass das gut ist, wenn dieses immer wichtiger werdende Fach auch im Verfassungsgerichtshof entsprechend vertreten ist. Denn es gibt immer mehr Fälle, die der Verfassungsgerichtshof entscheiden muss, wo das Strafrecht mit hineinspielt. Das war meine Motivation. Ich hätte auch durchaus andere Möglichkeiten gehabt. Ich wollte prima wieder zurück an die Wirtschaftszone, da bin ich immer noch. Und das freut mich auch sehr. Also es war für mich jetzt nicht so ein unbedingtes Muss, dass ich diese Funktion bekomme. Ich habe sie angestrebt, weil ich etwas Sinnvolles daraus machen wollte als Strafrechtler. Ich wollte als Strafrechtler hier meinen Beitrag leisten in diesen spezifischen Fachbereichen. Das ist letztlich nicht so gelungen, wie ich mir das vorgestellt hätte, aber das ist so. Wie sehen Sie denn eigentlich den momentanen Zustand der ÖVP? Weil die ÖVP wird ja derzeit vor allem medial, aber auch von den Oppositionsparteien sehr stark als Korruptionspartei, muss man sagen, bezeichnet. Tut Ihnen das weh? Schauen Sie, ich habe keinerlei politische Funktion mehr. Ich habe nicht einmal irgendeine öffentliche Funktion. Kann mich daher auch mangels Kenntnis von den dafür maßgeblichen Fakten auf solche Diskussionen nicht einlassen, da weiß ich einfach zu wenig. Ich stelle nur fest, dass es natürlich schon immer öfter in verschiedensten Medien bestimmte Narrative gibt, die verbreitet werden. So wie auch bei mir das Narrativ mit dem Postenschacher. Die werden einfach fortgesetzt, auch wenn es objektive Daten und Fakten gibt, die dem widersprechen. Deshalb bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich hier die Gelegenheit habe, das in Bezug auf den Postenschacher klarzustellen und dieses wichtige Beweisergebnis aus dem Untersuchungsausschuss konkret diese Befragung vom Präsidenten Eckhard Ratz auch hier wirklich klar zum Ausdruck zu bringen, denn alle anderen Medien haben das ja verschwiegen. Und das ist genau der Punkt. Da werden Narrative gepflegt, die einem Faktencheck nicht standhalten. Und das ist kritikwürdig, weil es mit objektivem, ehrlichem Journalismus nichts zu tun hat. Verstehen Sie eigentlich, dass angesichts doch dieser sehr ausführlichen Berichterstattung auch über die Justizkausen, sowohl in den Medien, aber auch sozusagen in der politischen Auseinandersetzung, das Vertrauen in die Justiz laut aktuellen Umfragen immer geringer ist? Natürlich ist das nachvollziehbar. Was hier passiert, ist wirklich schlimm, denn die Justiz lebt auch von dem Vertrauen in sie und es ist doppelt bitter, denn in der Justiz gibt es wirklich so viele, also wirklich praktisch nahezu alle, die auch mir bekannt sind, machen einen guten Job dort, bemühen sich tagtäglich und dann leiden sie natürlich darunter, dass letztlich durch diverse Indizes signalisiert wird, das Vertrauen in die Justiz ist nicht mehr in dem Umfang gegeben wie bisher. Da muss man unbedingt gegensteuern, das ist keine Frage. Das ist ein sehr ernstes Problem, denn ohne Vertrauen in die Justiz kann sie auch nicht wirklich arbeiten. Und es helfen die noch so schönen Gesetze und noch so scharfen Gesetze gar nichts, wenn einfach der praktische Betrieb in bestimmten Bereichen nicht wirklich funktioniert. Damit meine ich vor allem auch das Zusammenspiel zwischen Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden. Und daher ist das etwas, was schon sehr schlimm ist. Man muss natürlich schon auch immer bedenken, dass diese Indizes immer sich an dem orientieren, was natürlich auch medial berichtet wird. Das ist völlig logisch. Wenn es mediale Berichterstattung gibt, die für die Justiz nicht gut ist, dann ist das zwar oft notwendig, aber darf man sich nicht wundern, wenn der Vertrauensindex entsprechend runtersackt. Aber ich kann nur sagen, ich habe das ja auch in meiner aktiven Zeit im Ministerium erlebt, wenn es hier entsprechende Signale gab, dass das Vertrauen zu sinken droht, da muss man gegensteuern, da muss man wirklich was tun. Und da muss man vor allem auch versuchen, diese Problembereiche auch wirklich konkret anzugehen und auch versuchen, die betroffenen Personen wirklich auch wieder an einen Tisch zu kriegen und hier einfach dafür zu sorgen, dass es etwas Gemeinsames gibt und dass das Konstruktive im Vordergrund steht. Davon lebt die Justiz und ich habe den Eindruck aus meiner Wahrnehmung, bei Clemens Jablona habe ich das wirklich wahrgenommen. Er hat sich bemüht um Mediation zwischen den Konfliktbereichen, wenn man so sagen kann, Konfliktparteien.
Das muss man auch tun. Man muss es als Minister für aushalten, sage ich nicht ganz offen. Das habe ich auch in Erinnerung. Aber man muss sich dann mit den betroffenen Personen zusammensetzen. Aber es ist schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass das ja nicht so viele Bereiche sind, in denen es derart hakt. Aber umso wichtiger ist, dass man hier wirklich dagegen was tut, und zwar rechtzeitig. Aber der Vorwurf, der hier im Raum steht, ist, dass die Justiz nicht unabhängig ist, dass es politische Einflussnahmen gibt. Sie waren selber Justizminister, Sie beobachten das auch sehr genau in den aktuellen Causen. Wie groß ist denn die politische Einflussnahme wirklich auf die Justiz? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe nie derartiges wahrgenommen, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Es ist eher ein Problem der Außenwirkung. Ich habe seinerzeit den Weisungsrat erfunden, um die Thematik des Weisungsrechts, soweit das einfach gesetzlich möglich war, zu relativieren. Das ist auch gelungen. Ein ernsthaftes Problem in dem Sinn war das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute irgendeine parteipolitisch motivierte Weisung gibt, unabhängig davon, dass der Weisungsempfänger daran auch nicht gebunden wäre. Also das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dass die Justiz und die Rechtsstaatlichkeit in Österreich im Prinzip durchaus funktionieren. Ich denke da jetzt nur an aktuelle jüngste Entscheidungen, vor allem des obersten Gerichtshofs. Nein, das funktioniert schon. Man darf ja nicht vergessen, dass es über den österreichischen Höchstgerichten natürlich auch die europäischen Höchstgerichte gibt, an deren Entscheidungen wir gebunden sind. Da ist einiges zu erwarten, demnächst schon vom Europäischen Gerichtshof. Zur Thematik Verwertung von persönlichen Datenchats in Urschüssen, da wird es eine Entscheidung geben demnächst. Es ist zu erwarten, dass auch der Europäische Gerichtshof in Straßburg uns einiges sagen wird in Bezug darauf, was vielleicht bei uns rechtsstaatlich nicht optimal läuft. Aber grundsätzlich sollte man nach wie vor Vertrauen in die Justiz haben. Aber die Problembereiche, die es gibt und die natürlich durch die mediale Berichterstattung dazu führen, dass das Vertrauen tatsächlich sinkt, die muss man wirklich ernst nehmen und die muss man angehen. Und wenn ich mich da zurückerinnere, also der Weisungsrat war sinnvoll und hat sich bewährt. Aber für mich war damals völlig klar, und das habe ich auch medial damals so gesagt, wenn ich mich jemals nicht in einen Weisungsrat halten würde, dann würde ich gleich ins Parlament gehen, denn dann ist der Misstrauensantrag fällig. Für mich völlig klar. Also das ist schon etwas, was einem natürlich selbst auch entsprechend bindet, und das ist auch gut so. Aber was ist das wirkliche Problem mit den Weisungen? Das ist nicht das Problem irgendwelcher politisch motivierter Weisungen. Ich habe das nie erlebt. Also das kann ich jedenfalls für meine Zeit hundertprozentig ausschließen. Gab es nicht, gibt es nicht. Aber das wirkliche Problem ist die sogenannte Fachaufsicht. Die Weisungen, die gibt es ja nur, damit im Wege der Fachaufsicht sichergestellt ist, dass es nicht zu Grundrechtsbeeinträchtigungen kommt, die nicht angemessen und nicht notwendig sind. Denn man muss eines sehen, die Staatsanwaltschaft hat scharfe Waffen. Gerade auch die WKStA hat sehr scharfe Waffen, und das ist auch gut so. Aber letztlich ist der Weg der Staatsanwaltschaften mit Grundrechtsbeeinträchtigungen gepflastert, und vor denen muss der Betroffene schon geschützt werden. Da gibt es einige Instrumentarien, auch die Rechtsschutzbeauftragten haben diese Aufgabe, hier den Schutz der Betroffenen vor überschießenden Grundrechtseingriffen sicherzustellen. Und das ist der Grund, weshalb es hier diese Weisungsmöglichkeit immer schon gab. Vielleicht nur ein Beispiel, mag besonders plakativ sein, ich kenne es nur aus den Medien, aber wenn die Fachaufsicht seinerzeit informiert worden wäre, hätte es wahrscheinlich diese ganze BVD-Affäre nicht gegeben. Und es gibt viele andere Bereiche, wo man sagen muss, es ist sinnvoll, wenn man im Wege der Fachaufsicht durch sachliche, nicht politische, durch sachliche Weisungen rechtzeitig eingreifen und damit verhindern kann, dass es zu massiven Grundrechtsbeeinträchtigungen von Betroffenen kommt, die nicht notwendig gewesen wären. Und es hilft den Betroffenen nämlich gar nichts, wenn er noch 6, 7, 8, 9 Jahren alle Verfahren gewonnen hat. In der Zwischenzeit ist er komplett ruiniert. Ich denke jetzt an den Fall, den ich auch nur aus den Medien kenne, von dem früheren BVD-Beamten, der offenbar dann jetzt freigesprochen wurde, aber der ist nach allem, was ich höre und lese, persönlich und wirtschaftlich ruiniert. Und das muss man versuchen zu verhindern, und zwar möglichst frühzeitig. Mhm. Dazu dient die Fachaufsicht, und daher braucht man die Weisung. Jetzt gibt es gerade in diesem Zusammenhang ja viel Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Einerseits die Dauer der Verfahren, die teilweise über Jahre sich erstreckt und dann erst recht eingestellt wird. Andererseits der Vorwurf, der da auch immer wieder im Raum steht, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine politische Agenda hat. Von roten Netzwerken wird da ja auch immer wieder gesprochen. Wie sehen Sie denn das? Also zum Ersten, die Verfahrensdauer ist ein Problem. Ja, wir haben wirklich ein Problem mit der Verfahrensdauer. Da muss man sich was einfallen lassen. Ich habe mir damals was einfallen lassen. Ich habe in der Zeit, das muss für 15 gewesen sein, diese 3-Jahres-Frist eingeführt für die Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaften ganz generell. Das heißt, nach 3 Jahren Ermittlungstätigkeit müssen die Staatsanwaltschaften dem unabhängigen Haft- und Rechtsschutzrichter erklären, warum sie noch nicht weitergekommen sind, als sie eben gekommen sind,
Und dann kann der natürlich, was normalerweise selbstverständlich der Fall ist, die Ermittlungstätigkeit auf weitere 2 Jahre verlängern und dann können sie nochmal 2 Jahre Verlängerung kriegen. Aber es hat einen gewissen Druck natürlich erzeugt darauf, dass man versucht, die Verfahren möglichst rasch abzuschließen. Ich habe gleichzeitig auch, um die Verfahrensdauer zu reduzieren, damals schon die Berichtspflicht für die WKStA reduziert. Die wurde damals schon zu meiner Zeit reduziert. Und man muss eigentlich alle Hebel in Bewegung setzen, um die Verfahrensdauer wirklich in den Griff zu kriegen. Vielleicht hilft es auch, wenn man sich der Instrumentarien bedient, die die Strafprozessordnung ja auch ermöglicht, nämlich dass man jetzt nicht alles immer sofort zur Gänze anklagen muss. Man kann sich vielleicht das eine oder andere, wo man rascher fertig wird mit Ermittlungen, herausholen, mit einem entsprechenden Vorbehalt späterer Verfolgung. Alles das gibt es. Ich höre in der Praxis oft das Argument, ja, die heben zum Teil die falschen Baugruppen aus und das nur zu tief. Ja. Man braucht schon auch das Gespür dafür, was kann ich in vernünftiger Zeit wirklich zu Ende ermitteln. Andererseits verstehe ich natürlich auch, dass durch die heutigen Verfahren und ihre Struktur und die Unmenge an Daten, die man jetzt natürlich bekommt, die Verfahrensdauer natürlich auch hier entsprechend verlängert wird. Das verstehe ich schon. Umso wichtiger ist es, dass man sich wirklich versucht, soweit das möglich ist, auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren und alles auch weglässt, was halt irgendwelche bürokratischen Behinderungen beinhaltet. Das verstehe ich schon. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sagen kann, weg mit der Fachaufsicht. Ich meine, ich brauche die Aufsicht, die Fachaufsicht, sage ich jetzt, Aufsicht ist fast zu stark. Ich brauche die fachliche Kontrolle im Interesse des Grundrechtsschutzes der von Strafverfahren Betroffenen. Ich sage Ihnen ganz offen, man könnte das auch ganz anders machen. Man könnte etwa auch diese Kontrolle ausschließlich durch Richter bewerkstelligen. Theoretisch geht das. Da müsste man mehr oder weniger die richterliche Kontrolle entsprechend verdichten. Da reichen die Haft- und Rechtsschutzrichter, die wir haben, bei Weitem nicht. Dann, das wäre auch ein theoretisches Modell, könnte man diese Kontrolle auch sicherstellen. Aber es braucht diese Kontrolle. Und wenn man die Fachaufsicht hat, dient sie genau diesem Zweck. Ob die Fachaufsicht jetzt eine Weisungsspitze hat im Ministerium oder anderswo, das ist nicht so entscheidend. Das ist nicht von so großer Bedeutung. Ich als Minister habe immer gesagt, ich bin froh, wenn wir es sozusagen weg haben, das Thema. Durch den Weisungsrat hatten wir es eigentlich weg. Ja? Und das hat gut funktioniert. Aber man muss aufpassen, dass man nicht durch neue Institutionen dann wieder Strukturen schafft, die möglicherweise sich wieder negativ auswirken auf die Verfahrensdauer, weil da haben wir wirklich ein Problem. Mhm. Und da muss man gegensteuern. Aber hat die WKStA Ihrer Meinung nach eine politische Agenda? Ich kann nur sagen, soweit ich jetzt das überhaupt aufgrund eigener Wahrnehmung beurteilen kann, und alles andere wäre nicht seriös. Also ich kenne einige Exponenten der WKStA auch noch aus meiner Zeit. Die WKStA besteht natürlich nicht nur aus denen, die jetzt immer wieder in den Medien vorkommen. Das darf man jetzt nicht verallgemeinern. Also, dass die WKStA insgesamt, wie Sie es jetzt formuliert haben, bestimmte Schlagseite hätte, das wäre viel zu verallgemeinert. Das kann man so nicht sagen. Wenn sie Fehler macht, und jede Staatsanwaltschaft macht Fehler, siehe BVD-Verfahren, siehe alles, was es sonst noch gab an Verfahren, die vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie die WKStA sich das erhofft hatte oder erwartet hatte, ja, da muss man halt im Einzelfall drüber reden. Das ist auch durchaus verständlich, dass Fehler passieren, aber über die muss man auch reden dürfen. Und da geht es immer nur um sachliche Kritik. Und es wäre falsch, hier jetzt pauschal zu sagen, diese Institution, die ist einfach per se abzulehnen oder performt nicht. Nein, das kann man nicht sagen. Also ich glaube, es sind nicht bei Weitem nicht alle in der WKStA jetzt das, was man medial so salopp immer Problembären nennt oder Problembären nennt, um auch in diesem Punkt korrekt zu sein. Nein, also ein generelles Misstrauen gegenüber der WKStA wäre sicher nicht gerechtfertigt. Aber man muss sich ja dann einfach anschauen, wie ist die Erfolgsbilanz, wie lange dauern die Verfahren, was kann man natürlich auch tun, um der WKStA hier auch entgegenzukommen. Nur es kann ja nicht so sein, dass Staatsanwaltschaften sich auch die Ermittlungsbehörden bei der Polizei aussuchen. Das geht auch nicht, das kann man nicht machen. Es geht aber schon um Rahmenbedingungen, auch für die WKStA, die ja die Arbeit entsprechend ermöglichen. Da ist viel Arbeit und im gesamten Konstrukt habe ich mir manchmal gedacht, dass die Reform der Strafprozessordnung 2008 natürlich einen Effekt hatte, mit dem wir nicht gerechnet haben. Die Haft- und Rechtsschutzrichter, die ja die Kontrolltätigkeit ausüben sollen im Interesse der Grundrechte der Betroffenen, die sind wahrscheinlich völlig überlastet. Ich glaube, wir haben in Wien, wenn ich
des richtigen Kopfes ungefähr 15. Das ist einfach zu wenig, um eine effektive Kontrolle sicherzustellen. Und da sind ein paar Faktoren zusammengekommen. Und das muss ich jetzt nur sagen, weil das fürs Verständnis wichtig ist. Die StPO-Reform 2008 war getragen von dem Gedanken, Vermeidung von Doppelgleisigkeiten, alle Macht der Staatsanwaltschaft, die soll rasch ermitteln können und zu einem Ziel kommen. Gleichzeitig die Kontrolle durch Haft- und Rechtsschutzrichter. Und das haben wir natürlich in einigen Bereichen durch technische Entwicklung eine Situation erreicht, mit der man nicht gerechnet hat und auch nicht rechnen konnte. Die Sicherstellung von Handys zum Beispiel, die bedarf keiner richterlichen Entscheidung im Vorfeld. So ist es nicht, sondern das kann die Staatsanwaltschaft verfügen. Ich weiß, dass es immer wieder auch anders kolportiert wird, das ist falsch. Eine Sicherstellung des Handys bedeutet, der Staatsanwalt greift auf das Handy und dann sind einmal alle Daten entsprechend bei der Staatsanwaltschaft und dann kann man sich dagegen rechtlich wehren, das schon. Und erst dann kommt eine gerichtliche Entscheidung. Und das ist auch etwas, was in dieser Form damals 2008, als die StPO in Kraft getreten ist, ja auch nicht vorhersehbar war. Nämlich, dass die Sicherstellung, die eigentlich gedacht war, als Zugriff auf irgendwelche Beweisgegenstände, Tatwaffe oder sonst irgendwas, dass das plötzlich ausgedehnt wird auf alles, was Inhalt auf einem Handy sein kann. Wir haben an sich auch eine Regelung für die Überwachung von Nachrichten, aber die wird auf diese Fälle gerade nicht angewandt. Also auch hier ergibt sich eine große Divergenz eigentlich zwischen verschiedenen Regelungen, die wir haben. Und hier ist auch der große Widerspruch zu dem, was wir bisher im Datenschutzbereich hatten. Ich erinnere nur daran, dass vor einigen Jahren der Verfassungsgerichtshof letztlich im Gefolge einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, an die wir gebunden waren, ausdrücklich festgehalten hat, dass die sogenannte Vorratsdatenspeicherung verfassungswidrig wäre, weil alleine die Kenntnis, die anlasslose Kenntnis von Verbindungsdaten, die ja nur etwas aussagen darüber, wer hat wann mit wem telefoniert, da geht es nicht um Inhalte, dass das verfassungswidrig wäre, dass es dem § 1 Datenschutzgesetz widersprechen würde, dass es auch eben den entsprechenden verfassungsrechtlichen Normen zum Schutz des Datenschutzes hier widersprechen würde. Und das ist schon erstaunlich, denn wenn man jetzt das in Relation setzt zu dem, was an Inhalten in Chats enthalten ist, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Ich kann jetzt sagen, bei der Vorratsdatenspeicherung alleine die Verbindungsdaten zu erheben, ist schon verfassungswidrig. Jedenfalls, wenn man nicht einen konkreten Verdacht in Bezug auf die Person hat. Und andererseits sagen, durch eine bloße Sicherstellung ohne richterlichen Beschluss kann ich auf alle Daten zugreifen, die sich auf einem Handy befinden. Wenn auch dann später auf Antrag mit richterlicher Kontrolle. Das passt nicht zusammen. Auch das ist eine der vielen Disparitäten und Unstimmigkeiten, die wir in diesem Bereich auch bedingt durch die technische Entwicklung halt in unserer Rechtsordnung haben. Und dem muss man sich stellen und da braucht es eine ausgewogene neue Regelung, die versucht eben diese gegenläufigen Interessen in diesem Bereich auch wirklich vernünftig aufzulösen. Und ich bin deshalb eigentlich auch froh, dass durch das Antikorruptionsvolksbegehren zu erwarten ist, dass ja im Parlament man sich damit befasst. Und ich würde mir wünschen, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, eine breite justizpolitische Diskussion über all diese gegenläufigen Interessenskonstellationen und über diese potenziellen Interessenskonflikte. Das wäre hoch an der Zeit. Wir werden einerseits die europäischen Höchstgerichte mit Entscheidungen haben, die wir zu berücksichtigen haben werden. Wir werden andererseits eine ausgewogene eigene logistische Lösung brauchen. Und ich glaube auch, dass es gut wäre, sich hier auch mit den Lösungsmodellen anderer Staaten zu befassen, die dieses Problem ja auch haben. Und so gesehen, glaube ich, ist es auch gut, wenn man hier ein bisschen innerhalb Europas sich herumschaut und nicht immer nur nach dem geht, was man halt sozusagen im eigenen Saft arbeiten kann. Also ich glaube, da gibt es Handlungsbedarf und ja, ich glaube, das ist gut und richtig, dass man sich dem stellt, möglichst bald. Apropos Handlungsbedarf, haben Sie das Gefühl, dass die derzeitige Justizministerin Alma Sadic die Justiz im Griff hat? Mein Gott, wissen Sie, es wäre völlig unangebracht, wenn ich jetzt als sozusagen ihr, was bin ich, Vorgänger, ich bin Vorgänger, so vermessen wäre, ihr auch nur irgendwelche Ratschläge geben zu wollen. Nein, das tue ich nicht. Sie hat schwer genug, also sie ist nicht zu beneiden in dieser Situation. Ich kann nur allgemein sagen, unabhängig davon, wer an der Spitze des Justizressorts steht, man muss halt immer schauen und das war auch immer eine Anforderung, die sich in meiner Zeit schon gestellt hat. Man muss schauen, dass man nicht als Teil oder Partei eines Konflikts wahrgenommen wird. Da muss man versuchen, einfach drüber zu stehen und versuchen auszugleichen. Und wie gesagt, der Letzte, bei dem ich das konkret wahrgenommen habe, war
glaube ich, Clemens Jablona. Alles andere weiß ich einfach nicht mehr. Ich habe die Kenntnis nicht mehr, ich habe die Informationen nicht mehr. Aber es ist sicher eine wirklich schwierige Aufgabe und da hat sie sicher auch jede Unterstützung verdient. Es ist nicht einfach und deshalb, glaube ich, auch macht es Sinn, sich hier auch mit verschiedenen Lösungsmodellen breit zu befassen. Aber dieser wirkliche Streit zwischen einigen Exponenten innerhalb der Justiz, ja, ich glaube, dem sollte man sich schon auch so nähern, dass man einfach auch einmal an alle Betroffenen, ich sage jetzt bewusst alle, den Appell richtet, sie sollen ihre eigenen Befindlichkeiten und die eigenen Egoismen vielleicht einmal hintanstellen und sich daran erinnern, dass sie einer wichtigen Institution zu dienen haben, nämlich der Justiz. Und das wäre wichtig und da kann ich nur hoffen, dass diese Einsicht auch sich durchsetzt. Abschließende Frage noch, wie sieht es bei Ihnen eigentlich beruflich aus? Was machen Sie? Ich werde heuer im Herbst 65, das heißt, ich erreiche das reguläre Pensionsalter, das heißt, es ist die Pensionierung fällig, das ist gut so, das freut mich auch und ich habe daher ab der Pensionierung eigentlich nur mehr einen hauptberuflichen Job, das ist der eines Opas, das bin ich gerne und das wird meine Hauptbeschäftigung sein ab Herbst und darauf freue ich mich schon sehr. Herr Brandstätter, vielen Dank. Gibt es vielleicht sogar gewisse Parallelen zwischen der Justiz und Kleinkindern, die gerade in die Volksschule gehen? Man muss auch dort Mediator sein können. Ja, stimmt. Ja, okay. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Dann geht es gleich weiter hier bei Fellner Live und zwar mit dem Duell des Tages. Sebastian Bornmänner und Heinz-Christian Strache diskutieren gleich. Natürlich geht es ganz stark da um die Regierungsumbildung, die diese Woche stattgefunden hat und auch schon eine Vorschau auf den ÖVP-Parteitag am Samstag. Heinz-Christian Strache und Sebastian Bornmänner gleich bei Wolfgang Fellner zu Gast.